Es ist jetzt schon mehr als ein Jahr her, seit Nikon sich auch noch entschlossen hat, einen Spiegellose auf den Markt zu bringen, respektive gerade zwei, einen Z6 und einen Z7. Und ich habe ja die Gelegenheit gehabt, auf meiner Laplandreise im Februar einen Z7 zu testen. Haben wir dort schon ein paar Sachen können sagen, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat. Und ich habe mir dann aber auch ein paar Monate später dann auch noch einen Z6 geholt, also selber eine geholt. Weil ich gerade meine D4 können verkaufen und denke, es wäre gerade ein guter Zeitpunkt gewesen. Ich habe auch nur einen Bappen bekommen in einem Geschäft und so. Dann denke, also holen wir uns die, gibt sicher eine gute Zweitkamera zu meiner D5. Und jetzt habe ich die jetzt seit dem März genutzt, also das heisst etwa 9 Monate, habe sie auf diverse Events dabei gehabt, Studioshootings, Hochzeiten und so weiter und will dir jetzt einfach einen kleinen Einblick geben oder ein kleines Resümee aus dem Ganzen ziehen, was mir jetzt bei dieser Kamera gefallen hat und was das ich das Gefühl habe, könnte man jetzt noch verbessern. Ich habe jetzt die Kamera auch nicht mitgenommen, weil du weißt ja, wie eine Kamera aussieht und die irgendwie da gross in den Händen rumzuhaben und weiss nicht was, macht auch nicht wirklich Sinn. Ich habe mir da so ein bisschen Notizen gemacht, also nicht wundern, wenn ich da ab und zu ein bisschen durchschiele. Und ich werde jetzt erst einmal anfangen mit den guten Sachen, mit den Sachen, die mir eigentlich gut gefallen haben. Und dann habe ich aber auch noch ein paar Punkte, die mir jetzt persönlich nicht so gut gefallen haben. Die guten Sachen zuerst eben. Was mir sehr gut gefallen hat, ist eigentlich die Größe. Also es ist wirklich sehr kompakt. Und sie ist sehr leicht. Also Größe und Gewicht ist für mich definitiv ein Pluspunkt. Logisch, wenn man jetzt die grosse Linse dann draufschraubt und alles, hat man gegenüber von einer D4, von einer D5 nicht wirklich ein Riesenersparnis. Wenn man sich aber ein paar Z-Linsen zutut, dann sind die dann doch plötzlich deutlich kleiner und leichter als wie wenn man jetzt so eine D, also so eine wie sagen wir, F-Bajonett-Linse drauf hat. Dann, also auch vor allem für zum Reisen ist es mega cool. Weil, ja, man spart halt schnell ein, 2 Kilo und wenn man das halt ständig muss umtragen, macht das doch einiges aus. Dann, ich habe jetzt bei mir Robustheit aufgeschrieben, auch wenn ich es ihr noch nicht ganz zutraue. Also, gegenüber von der D5 wirkt sie schon deutlich filigraner, muss ich jetzt auch sagen. Aber also die Kamera verdient schon einiges. Also, das Lappland bin ich nicht zimperlich mit ihr umgegangen. Sie ist bei minus 25 Grad gewesen. Wir hatten sie im Schnee. Ich habe jetzt auch schon mit der Z6 im Regen irgendwo müssen etwas fotografieren und so. Das hat alles eigentlich einwandfrei funktioniert. Also von dem her muss ich sagen, die Verarbeitung ist dadurch sehr gut. Sie wirkt eben nur so ein bisschen filigran, aber ich glaube, das verhebt schon. Mir gefällt auch, dass der Griff relativ groß ist, also trotz meiner grossen Hände. Wobei ich aber auch sagen muss, der dürfte jetzt für meine Verhältnisse noch ein bisschen grösser sein, aber dadurch, dass die Kamera halt wirklich recht leicht ist, ist es auch nicht so tragisch, weil dann kann man sie auch gut so heben. Dann Bildqualität, wie erwartet eigentlich, also wirklich Hammer, wirklich Top-Bilder, also scharf, Farben sind schön und so weiter. Und hohe ISO sind auch kein Problem. Ich habe sie jetzt diverse Mal bei Hochzeiten eingesetzt und habe die so auch wirklich aufgeschraubt, bis sie jenseits. Und da müssen sie sagen, mal, vertippt, das ist gut. Dann, ich habe jetzt gerade einen Teil rausgeschnitten, wenn ich niesen musste. Aber ja, nehmen wir das. Vielleicht lasse ich es auch drin. Dann die Sucherqualität. Also die Sucherqualität ist wirklich, wirklich gut. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich vergesse öfters mal, dass ich auf ein Display schaue und nicht durch den Spiegel. Manchmal, wenn ich nachher zum Beispiel D5 wieder in die Hand nehme, vermisse ich es wieder fast. Also wenn es halt plötzlich dunkler ist und so. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, der Sucher ist super. Die Akkulaufzeit finde ich auch sehr gut. Nikon hat eigentlich offiziell 350 Bilder angegeben und ich komme eigentlich immer zwischen 80 bis 1000 Bilder. Von dem her, da kann man jetzt wirklich nichts sagen. Dann ein Feature, das mir sehr, sehr gut gefällt, ist die Belichtungsvorschau, Exposure Preview, wie man es nennen will. Das heisst, dass ich schon im Sucher sehe, wie nachher das Bild wird.
Das erspart mir teils einige Testshots. Es erspart mir recht oft, dass ich halt auch irgendwie mal muss probieren, aber wie wird das Foto oder irgendwie gross muss überlegen. Da sehe ich es und da kann ich es gerade anpassen. Logisch, das funktioniert halt mit Blitzlicht und so auch nicht immer. Da muss man halt schon wieder ein bisschen mehr hirnen. Aber so für im Allgemeinen muss ich sagen, finde ich es eigentlich sehr ein cooles Feature. Und durch das, dass wir jetzt eben die Belichtungsvorschau haben, kann man eben auch die, also die Belichtungskorrektur direkt vorne am Objektiv sehr gut nutzen. Wobei ich auch sagen muss, ich habe es öfters mal erlebt, dass ich sie einfach so verschoben habe, nur schon durch das Kamera mir rumlampet. Dann habe ich lieber dann die Belichtungskorrektur mit dem Daumen am Rädchen gemacht, anstatt vorne am Objektivring. Was sehr hilfreich ist, ist das Klappdisplay. Also ich habe mit dem doch einige neue Bildwinkel können, machen, die ich bisher halt nicht gemacht habe. Weil ich mich entweder zu fest verrenken musste oder in den Dreck hineinlegen und ich keine Ersatzkleider dabei habe. Oder einfach in das Gefühl hatte, ja, ist es jetzt wirklich nötig, in den Dreck hineinzulegen, wird das Bild so viel besser. Allerdings habe ich jetzt mit dem Klappdisplay wirklich die Möglichkeit, auch ganz tief runterzugehen. Und wenn der Klappdisplay so zu mir schaut, kann ich dann auch relativ gut ein Foto irgendwo von unten machen oder von weiter oben. Dann Autofokuspräzision finde ich grundsätzlich ist gut, ist okay. Manchmal ist er ein bisschen langsam. XQD stellt für mich auch kein Problem dar. Ich habe sie eh schon von der D5. Jemand, der jetzt nur mit SD-Karten arbeitet, da kann ich es verstehen, wenn es wenn jetzt nur SD-Karte ist und den XQD musst kaufen. Also sie sind sehr teuer. Das habe ich schon ein bisschen übel gefunden. Also ich habe letztens 4 Stück müssen nachher bestellen oder 5 und bin dann irgendwo plötzlich bei 700-800 Franken gewesen, plus nur den Kartenleser. Also ja, das ging mit SD deutlich günstiger. Ich bin aber nicht so ein SD-Karten-Fan. Die sind mir dünn, zu dünn, filigran, unstabil. Von dem her bin ich mit XQD gut bedient. Dann die Anzahl und Größe der Autofokus-Messfelder finde ich auch sehr gut. Also man kann von ganz gross bis ganz klein wählen und dann wirklich also munzig deutlich feiner als bei der D5. Gesichtserkennung wirkt grundsätzlich gut, wenn man ein Gesicht hat. Für einen Fokus zu bestimmen ist es sehr gut. Aber sobald es dann darum geht, dass man irgendwie mehrere Gesichter hat, dann kann er dann plötzlich ein bisschen wild hin und her gumpen und so weiter. Und dann müsste ich sagen, okay, dann tue ich den lieber von Hand auswählen und bin dann aber nachher zuverlässiger dabei. Das Live-View-Feature auf dem Display funktioniert auch wirklich. Also wenn ich die Kamera über das Display bediene, dann kann ich dort durch auch fokussieren und es funktioniert genau gleich gut wie durch den Sucher, was bei der D5 definitiv nicht der Fall ist. Bei der D5 ist der Autofokus durch den Sucher hammermäßig gut. Kaum geht er über das Display, finde ich nicht furchtbar. Also in der D5 habe ich das Live-View fast nie genutzt. Und was mir auch noch gut gefällt, was ich jetzt bei der D5 nicht hatte oder nicht habe, ist SnapBridge. Die Möglichkeit, dass ich mit dem Smartphone kann, direkt verbinden und direkt Bilder abladen. Das finde ich recht cool, um schnell mal jemandem etwas schicken, etwas teilen und so weiter. So, das sind so die positiven Sachen gewesen. Denn was gibt es Negatives? Ich habe es oben auch schon erwähnt, aber sie wirkt ein bisschen filigran, auch wenn sie es nicht ist, aber ich weiß nicht wieso, sie wirkt einfach ein bisschen filigran. So, und dann gibt es etwas, wo ich jetzt aber auch ganz klar muss sagen, das ist Jammern auf hohem Niveau. Und für mich wirkt die Einschaltzeit, also wenn sie jetzt in Standby geht, also sie ist eingeschaltet, ich berühre sie eine Zeit lang nicht und dann drücke ich auf den Auslöser, die Zeit, bis sie wieder parat ist, wirkt für mich wie eine Ewigkeit gegenüber von der D5. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn die D5 in Sleep-Modus geht, dann drücke ich den Auslöser und dann kann ich das Foto schon machen. Bei der D4, bei der Z6, Z7, muss ja zuerst noch den Sensor rauffahren und so, dann schaltet man ja ab, um Strom zu sparen und so weiter. Dann drücke ich da drauf und dann geht es so eine halbe Sekunde, bis das parat ist. Und dann könnte man jetzt sagen, ja, aber die halbe Sekunde, das ist ja nichts. Ja, wenn man sich aber gewohnt ist, dass das 0,01 Sekunde geht oder 0,1 Sekunde, dann ist das schon ein Faktor 5, wo das da den Unterschied macht. Und bei der D5 kann ich wirklich aufnehmen, drücken
Und dann kann ich das Foto gerade machen. Also ich muss nicht einmal vordrücken, sondern ich kann das Foto gerade machen. Bei der Z6 muss ich immer zuerst drücken, wenn ich weiss, jetzt könnte Ihnen etwas passieren. Aufnehmen und dann geht das schon. Also wenn sie mal raufgefahren ist, ist sie dann auch schnell. Aber das Rauffahren wirkt für mich halt wie so eine, eben, wie eine Ewigkeit. Dann das Verschieben vom Fokuspunkt dunkt mich gegenüber von der D5 schon manchmal ein bisschen langsam. Es gibt sowieso eine Verzögerung drin und nachher geht es schon schnell, aber die Verzögerung vom Drücken, dann kommt das Eisfeld und wenn ich dann nachher nochmal gehe, dann geht es dann schon schneller. Bei der D5 dunkelt mich das einfach ein bisschen schneller. Ist auch jammer auf höherem Niveau, aber bei der Hochzeiten, wo ich zum Beispiel die Geschwindigkeit brauche, wäre ich froh darum. Dann die Autofokusgeschwindigkeit, zum Beispiel bei der 2470er F4 Linse, dunkelt mich eher ein bisschen langsam. Es kann natürlich auch an der Linse liegen, aber ich hatte letztens ein Event und das Gefühl, hey, die Kamera die trifft gerade nicht und die hat ewig und da bin ich mit der D5 schon deutlich schneller. Dann ein Punkt, der mich noch ein bisschen stört, ist, wenn ich die Linse wechsle, dann ist der Sensor einfach komplett offen und ungeschützt und das finde ich ein bisschen schade. Meiner Meinung nach wäre es cool gewesen, wenn ich, sobald ich die Linse abnehme oder das Knöpfchen drücke, dass dann auch der Verschluss zugeht, damit der Sensor einigermaßen geschützt ist. So, vor allem wenn ich ihn jetzt zum Beispiel eben zu Lappland oder so die Linse wechseln will, ja, finde ich jetzt nicht so toll. Und durch das ist die Kamera natürlich auch anfälliger für Staub. Man hat ja eine Stufe weniger. Ja. Und ganz zum Schluss noch vom Negativen, also mir gefehlen gewisse Individualfunktionen gegenüber von der D5. Zum Beispiel, ich kann bei der D5 durch das Drücken von der FN-Taste aktivieren, dass er gerade für einen kurzen Moment alle Fokusfelder automatisch aktiviert und sich das auswählt, was am nächsten ist. Hier geht jetzt das leider nicht. Ich hoffe, das wird irgendwie nachgeliefert, aber im Moment geht es nicht. Genau. Zwei oder eine coole Sache natürlich noch, ist, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, ist natürlich das Auslösegeräusch. Sie ist natürlich deutlich leiser und man kann sie sogar auch komplett still auslösen. Das ist natürlich für Events, wo man ein bisschen schauen muss, ob man laut sein will oder nicht, ist das sehr hilfreich. Ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr als 10-11 Minuten aufgenommen. Und ich hoffe, das Video hat einen kleinen Einblick gegeben. So meine Vor- und Nachteile gegenüber von der Z6. Das kann natürlich bei jemand anderem komplett anders sein. Aber es geht ja hier in dem Video, dass ich dir mal sagen kann, wie meine Erfahrungen mit dem sind. Und ja, wenn du Fragen hast, dann gib mir doch gerne einen Kommentar ab. Ich tue die Fragen gerne in den Kommentaren beantworten. Und sonst darfst du auch gerne ein Like hinterlassen, wenn es dir gefällt. Hab's gut und einen schönen Tag. Ade.